Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon in der Edition Schwert. In der letzten Folge haben wir die Vorrunde der Arena Challenge gemacht, beziehungsweise glaube ich nur Betsy da, oder haben wir sogar noch gegen Anna gekämpft, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir heute die Arena Challenge zu Ende führen und ich hoffe, dann ist dieses Spiel auch irgendwann mal zu Ende. Ich habe bei How Long to Beat mal nachgeguckt, wie lange dieses Spiel zum Beaten braucht und da stand 25 Stunden und ich bin jetzt bei so circa 30 Stunden laut meinem Profil. Keine Ahnung, wie viel Zeit ich davon einfach nur im Homescreen rumgegammelt habe, aber ja. Also an sich sollte dieses Spiel bald mal zu Ende sein und dann freue ich mich. Und unsere zweite Arena-Leiterin ist die Kate, die irgendwas labert. Ja, ich werde dich nochmal besiegen, weil beim ersten Mal habe ich es auch nicht hinbekommen. Jetzt zeige ich dir, was ich drauf habe. Ein Tektas. Das hatte sie beim ersten Mal aber nicht. Also die haben sich alle weiterentwickelt. Ich werde dein Team wegspülen. Krass, sie hat ja sogar 5 Pokémon jetzt. Läuft ja richtig bei ihr. So, was wird denn Tektras für ein Typ sein? Keine Ahnung, wahrscheinlich Käfer. Ich probiere einfach mal einen Durchbruch und dann wird er bestimmt schon sterben, oder? Ja, na fast. Das war nicht so effektiv. Das war dann wohl die falsche Attacke. Ich denke aber trotzdem, dass er ein Käfertyp sein wird. Deswegen sollte Feuer dagegen bestimmt ganz gut sein. Also, danke Fly fürs Kämpfen. Aber Jaynona, du bist dran. Ist jetzt aber schon ein bisschen kritisch, dass Fly die Hälfte seiner Leben verloren hat mit nur einem Hit, ne? Vielleicht wird das hier doch alles ganz schön... Was? Der kann einfach Wasser? Oh boy. Was ist denn das für ein Typ? Voll, der ist nur Level 51. Nimm mal trotzdem so super viel Damage. Dann wird ein Flammenwurf aber auch nichts bringen. Okay, wir werden nochmal auswechseln. Ich glaube, ich vernichte die nicht. Wenn das hier so weitergeht, dann keine Ahnung. Bisher läuft das sehr, sehr schlecht. Danke fürs Kämpfen, Jaynona. Nein, eigentlich hast du nur eingesteckt. Aber ist in Ordnung. Nickel, du bist jetzt dran. So, gegen Nickel kann da ja wohl gar nichts. Ein Käfer. Was soll der schon machen? Ja, ein Aquastoß. Bringt dir gar nichts. Scheiße, macht der viel Damage, ey. Der ist groß, aber der ist 12 Level unter mir. Der kann doch nicht so viel Damage machen. Ich hoffe mit dem Overdrive, dass das langt, ihn zu vernichten. Come on. Danke. Sehr effektiv. Du kannst mir aber nicht erzählen, dass der nur Wasser war. Der sah nicht aus wie ein Wasser-Pokémon, so gar nicht. Okay. Ach, Mann, ich bin so behindert. Sie ist doch eine Wassertrainerin. Natürlich hat sie nur Wasser-Pokémon. Ja, und sie greift als erstes an. Okay, die Attacke sieht tatsächlich mal richtig geil aus. Hat sogar Nickel getötet. Also wir werden auf jeden Fall Nickel nochmal brauchen, weil Elektro wird hier unsere Eintrittskarte zum Sieg sein. Deswegen werde ich auch gleich einen Top-Beleber einsetzen. Ist zwar einer von zwei, die ich nur noch habe. Aber sonst sehe ich hier keine Chance, dass wir gegen die 5 Pokémon von der so richtig krass ankommen. Wie kann denn Gefriertrockner sehr effektiv sein, obwohl das auch Eis ist und Blizzard und Eiszahn ist auch Eis, aber ist nicht sehr effektiv. Wie ist das denn möglich? Dann muss Gefriertrockner hier noch irgendwas anderes sein. Da ist er eingefroren. Scheiß Barakiefer. Da bist du weg. Slam weg und dafür Sturzflug rein, oder? Ich glaube, das klingt ganz gut. Das ist ein sehr altes Pokémon. Ich habe auch noch nie irgendjemanden gesehen, der Goldking tatsächlich gut findet. Und ich vermute mal, Gefriertrockner wird dagegen den auch sehr effektiv sein. Gegen alle Wasser-Pokémon vermutlich. Das sieht sehr gut aus. Alles klar, wir hätten den Top-Beleber wahrscheinlich gar nicht einsetzen müssen. Und ihr letztes Pokémon ist ein Kamalm. Das hatte sie, glaube ich, letztes Mal auch schon. Und das wird sie auch wieder Dynamaxieren. Das heißt, wir Dynamaxieren dagegen. Oh, nee, vielleicht doch nicht. Alles klar, ich Dynamaxiere nicht. Kannst du dich mal... Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Ja, Dynamaxiere dich, Kamalm. Ich bin ein Riesen-Kamalm. Lol, er steht halt einfach. Jetzt sieht er halt mega aus wie Turtok. Auch mit den Armen. Die Arme wären einfach bei Turtok diese riesigen Hydro-Pumpen-Dinger da. Oh, er greift auch als erstes an. Das ist natürlich nicht so geil. Und das ist sogar eine Erdattacke, was, glaube ich, sehr effektiv ist. Ja, das ist nicht so cool. Und die Kacke ist, Erde ist tatsächlich gut gegen alles, was wir haben, außer gegen Fly. Aber Fly hat kaum noch Leben. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir die dynamaxierte Form mehr oder weniger überleben müssen, indem wir jetzt alles mögliche gegenheilen. Und danach können wir dann erst angreifen. So, Xandos lebt wieder. Hier, ein Geschenk von uns, nimm das! Ach du Scheiße. Fly, bist du guter Dinge? Nein. Das ist sehr belastend. Und wir haben nur noch einen Top-Beleber. Ist halt, das ist sowieso das Schlechteste, dass wir nur noch einen Top-Beleber haben. Das ist ja jetzt zumindest ihr letzter Dynamax-Angriff, den sie gleich machen wird. Yo, sie hat spitze Steine draußen. Was ist das denn für ein Scheiß? Wir setzen mal einen Hypertrank ein, in der Hoffnung, dass er vielleicht den nächsten Angriff zumindest überlebt. Aber ich
befürchte, er wird es nicht überleben, wenn es eine... Wenn es wieder der Brocken ist. Oh boy. Dein fucking Schlammbrocken kannst du sonst noch hinstecken. Doch, hat er überlebt. Okay, mega gut. Das ist sehr wichtig. Dynamax ist vorbei. Ich vermute aber fast, wir werden nicht als erstes angreifen können. Aber sie wird nicht mehr Dynamaxieren können. Das heißt, wir werden hier jetzt einfach mal erstmal ein bisschen gegenheilen. Müssen wir nochmal wiederbeleben, allerdings nicht voll. Ich bin nicht dafür, dass wir Fly voll wiederbeleben. Okay, ist aber doch schon mal eine ganz andere Nummer hier gegen die Trainer. Das ist heftig. Knirscher bringt ihm auch gar nichts. Jetzt ist er wieder alles am Leben, ne? Genau, okay. Dann werden wir noch... Nee, kein Supertrank. Ich möchte den Hypertrank, bitte. Danke. Dann hat Xandros wieder volle Leben und dann können wir in der nächsten Runde mal versuchen, mit unserem Gefrierfrost anzugreifen. Felsgrab, der hat also doch... Ja, wieso hat er das nicht von Anfang an gemacht? Was ist denn los bei ihm? Okay, dann setze ich einen Hypertrank auf Fly ein. Wenn Xandros dann jetzt stirbt, dann werden wir Fly einwechseln. Weil ich glaube, Fly hat auch gute Chancen gegen den. Zumindest verteidigungsmäßig. Ja, Xandros wird tot sein. Nee, er liebt uns nämlich. Okay. Finde ich aber vielleicht gar nicht so geil. An sich müssten wir Xandros opfern und Fly müsste dann mindestens 2 Angriffe aushalten. Ich probiere es einfach nochmal mit dem Hypertrank. Der andere muss dann einfach nur einmal kein Felsgrab machen. Okay, Aqua-Durchstoß. Das sollte nämlich nicht so viel Damage machen. Macht leider doch sehr viel Damage. Und er ist auch immer als erstes dran wahrscheinlich, oder? Es sei denn, ich Dynamaxiere, aber dann machen wir halt auch keinen Damage. Okay, wir probieren mal aus, ob wir als erstes angreifen. Ich vermute nicht, ne? Damit ist Xandros auch tot. Ja. Wie kriege ich das hin, dass alle meine Pokémon da bleiben? Na gut, Fly, dann kommst du rein und du musst jetzt einfach ein bisschen cool sein. Sei einfach mal ein bisschen cool. Ich habe jetzt Angst, dass das Kamalm bei einer Attacke stirbt. Deswegen müssen wir auf jeden Fall noch einmal wiederbeleben. Sonst haben wir wieder ein Pokémon weniger und dann kriege ich diese Challenge, glaube ich, nicht mehr hin. So, wehe, das ist sehr effektiv. Nope. Okay, Fly ist my man. Fly, du machst das jetzt. Du bist das wichtigste Pokémon, das ich hier gerade habe. Die Crit-Chancen verändern sich wahrscheinlich auch, oder? Wenn die Dynamaxiert sind, weil es ist ja jetzt eine ganz andere Attacke. Fly ohne Dynamaxierung ist halt mega gut in Crits und sowas, aber ohne? Weiß ich gar nicht, wie sich das verhält. So, dein kleiner Scheiß-Kamalm kann mich mal. Spüre die, deine Flora von Fly. Bam. Bitte lang. Einfach tot, danke. Oh mein Gott, wir haben den Kampf überlebt mit allen Pokémon. Ohne Fly hätten wir das nicht überlebt. Alles, was wir hatten, war scheiße gegen seine Erdsachen. Gab's einen Trainer, der nur Erd-Pokémon hatte? Ich fasse es nicht. Du hast uns den Wind aus den Segeln genommen und den Sieg davon getragen. Er hat es schon wieder geschafft. Er hat Kate bezwungen, genau wie bei der Arena-Challenge. Mein Partner hat mit Dynamax ordentlich Wellen geschlagen. Haha, Wellen, weil sie eine Aquaristik-Arena-Leiterin ist. Aber es hat nichts genützt. Die Wogen haben sich geglättet und du stehst noch immer, fest wie ein Fels in der Brandung. Da fällt mir wieder ein, wie begeistert Sania vor einiger Zeit von deinem Talent erzählt hat. Vielleicht hätte ich ihr damals besser zuhören sollen. Spätestens jetzt sollten alle Leute in Galar völlig hin und weg von dir und deinem Pokémon sein. Genieße es. Lass dich von ihrer Begeisterung umspülen. Lass dich auf der Welle ihres Applauses zum Ziel tragen, bis du vor dem Champ stehst. Es folgt eine kurze Pause. Danach sehen wir uns im zweiten Kampf der ersten Runde wieder. Ach, das ist richtig so ein Turnierbaum. Hier sind die Ergebnisse von Runde 1. Oh, nein, ich wollte ihn mir nochmal angucken. Ness hat auf jeden Fall gewonnen. Kann man sich das hier nochmal angucken? Das wäre cool. Wieso haben die das nicht reingepackt? Hier ist doch dieser Turnierbaum. Wir starten nun in die zweite Runde des Finalturniers. Welche der 4 verbleibenden Trainer wird am Ende den Champ gegenüberstehen? Weiter geht es mit dem ersten Kampf der zweiten Runde des Finalturniers. In der ersten Runde konnte Dizzy sich in einem unerwarteten Kampf gegen Betis durchsetzen und hat selbst Arenaleiterin Kate bezwungen. Wird er seine Siegesserie fortsetzen? Eins steht fest, dieses Mal werden meine Attacken wie die Faust aufs Auge passen. Mein Team wird bei dir ordentlich fürs Herzrasen sorgen. Genauso wie ein Energy Drink. Mach dich bereit. Finger weg von Energy Drinks, Leute. Das ist schlecht für euer Herz. Sagt der Dizzy, der jeden Tag ein Energy Drink trinkt. Ich habe vorgestern mein Leergut weggebracht. Es waren 2 Tüten voll, nur mit Energy Drinks. Und es waren einfach 30 Euro, also 32 Euro irgendwas, 25 oder sowas, die ich da rausbekommen habe. Das sind einfach 6 Paletten voll mit den Energy Drinks, die ich jeden Tag trinke. Das ist schon ein bisschen heftig, muss ich sagen. Nur so, falls ihr wissen wollt, wie ungesund ich lebe. Kampf ist ja zum Glück nicht Erde. Oh, das macht ja sogar richtig viel Damage, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Ja, okay, wir sind 11 Level über ihn. Ich weiß, warum war das denn eben so krass? Da waren wir auch 12 Level über dem. Ja, okay, heil halt dein komisches Ressladero. Komischer Name, by the way. Sieht aus wie ein Wrestler.
Zack, 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 zack. Ich mach dich tot mit meinem Gift. Haha, du bist sogar vergiftet. Gift im Schlund bringt Tod im Grunde. Das war sehr schlecht gereimt. Gift? Was reimt sich denn auf Gift? Gift im Mund bringt Kummer und Schund in deine Visage. Das ist meine Gage. Whatever. Kaokto! Ja, perfekt! Kaokto ist Kampf, aber auch Wasser, nicht wahr? Von dem her. Oh, ist nicht sehr effektiv. That's lame. Okay, wir setzen trotzdem den Overdrive ein, weil, warum nicht? Und wir sind sogar schneller, das finde ich sehr gut. Das war eben bei Kate ein Problem. Ja, genau. Genau, überlebt er mit einem HP. Ist okay, ist okay. Jetzt müsste wahrscheinlich einfach mal mehr mit irgendwelchen Statusveränderungen spielen. Aber irgendwie bin ich zu faul dafür. Warum ist denn gegen Lauchsalott Elektro nicht so gut? Das hätte ich jetzt gedacht, weil es ist ja eigentlich auch ein Vogel. Und gegen Vogel-Pokémon? Ja, okay, ist trotzdem tot. Vögel, die elektrisiert werden, sollten ja an sich nicht mehr fliegen können. Aber ich glaube, das gilt für jedes Lebewesen, oder? Legios. Immer noch mega, mega knuffig, dieses Pokémon. Es ist so süß. Hier, Nickel, trink das. Die Zauberbohne ist für dich. Finalformation, es ist fehlgeschlagen. Tja, das müsst ihr wohl noch üben. Schlecht bei den Römern abgeguckt, ihr Legiosse. Legiosa! Bleibe standhaft, wir geben gemeinsam unser Bestes. Bestimmt Maschok. Mach schon mal, ja, ich wusste es. Wegen dem Anime. Da hat sie ja, glaube ich, bei den Maschoks und den Machomais zusammen trainiert und sie war irgendwie stärker als die. Müsst ihr euch auf jeden Fall mal geben. Die Anime-Serie, die Anime-Folge davon. Die fand ich mega gut. Ja, keine Ahnung. Deine Giftschwall. So macht das aber tatsächlich Spaß, wenn das auch so ein bisschen Herausforderung ist und man nicht einfach eine Attacke macht und die Gegner sind tot. Dann macht Pokémon Spaß. Sogar Pokémon Schwert. Menno, dann schlagen wir ihm alles kaputt. Das ist die richtige Einstellung. Alles kaputt schlagen. Der große Machomai sieht auch cool aus. Lol. Einfach so eine Giftgeisiere. Geisiere? Ihr wisst, was ich meine. Diese Wasserdinger aus dem Boden. Wie kommt er denn jetzt auf Feuer? Ist das normal bei Machomais, dass sie Feuerattacken können? Und was sagst du gegen diesen Blitz? Du sagst tot und sterben? Okay, gut. Boom, Explosionen. Lol, der Fernseher im Hintergrund ist sicher jetzt erst. Und Dizzy macht den Sack zu. Zyda ist besiegt. Was ich verloren habe, ärgert mich natürlich, aber ich fühle mich auch seltsam erfrischt. Ich kann es nicht leugnen. Gegen dich zu kämpfen macht einfach Spaß. So gesehen war das für mich der perfekte Kampf. Du wirst auf dem Weg noch unzählige Kämpfe bestreiten. Mögen sie dein Herz weiter stehlen. Und damit sind wir im Finale. Beziehungsweise, nee, wir müssen noch gegen Roy kämpfen. Und dann erst gegen den Cham. Hier, Ness hatte gewonnen gegen Kabu. Und Yarrow hat verloren gegen Roy. Und Roy hat dann gegen Ness gewonnen. Und deswegen ist er jetzt gegen uns. Wir haben gegen Kate gewonnen und Zyda hätte gegen Mac gewonnen. Oh, ich bin so froh, dass wir nicht gegen Mac kämpfen müssen. Meint ihr, das ist zufällig? Wer hier gewinnt? Das wäre cool. Aber ich vermute fast nicht, dass das alles vorprogrammiert ist. Okay. Dann also gegen Roy beim nächsten Mal mit seinen komischen Drachen-Pokémon. Das wird interessant. Und dann noch gegen den Champ. Oh Gott, ich habe so Angst, dass das in der Nuzlocke-Challenge nicht gut wird. Bitte dich, Dizzy, schnapp dir den Titel. Ich feuer dich auch an. Sorry, dass wir dich gerade mit unserem eigenen Drama ein Kotelett ans Ohr gelabert haben. Das ist sicher das Letzte, was du von einem entscheidenden Kampf des Turniers brauchst. Roy wartet schon auf den Platz auf dich. Zeig ihm, was eine Hake ist. Vielleicht auch, was ein Kescher ist. Ja, machen wir beim nächsten Mal. Dementsprechend, danke fürs Zuschauen, Leute. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.